Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir auf einen Assi-YouTuber reagieren. Mein Bruder benutzt meine Handynummer als Fortnite-Name. Beastlike. Ihr kennt ihn alle. Wir werden auf ihn reagieren. Nichts, egal was ich drücke. Was hast du da gemacht, Mann? Du kannst doch nicht meine Nummer als Fortnite-Name angeben. Bist du behindert eigentlich? Bist du behindert eigentlich? Junge, das ist Intro. Jo Leute, was geht ab? Alles, was ich in diesem Video sage, soll niemand beleidigen oder verletzen. Und es ist inspiriert von Pain. Liebe Grüße gehen raus. Mein großer Bruder, dass ich seine Handynummer als Fortnite-Name Und das habe ich mit meinem Vater installiert. Und dann zeige ich euch das mal. So sieht das Ganze aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe mir das gerade installiert. Welches Level ist er? So sieht Level 50. Bruder, ich glaube dir, dass du das gerade installiert hast. Es ist, ja, natürlich. Ja, man. Das Ganze aus. Sieht eigentlich wie ganz normal aus, ne? Und das ist einfach seine Handynummer und dann schauen wir, wie er reagiert. Ne? Und das ist einfach plus 4-1. Seine Handynummer und dann Schweizer. Schauen wir, wie er reagiert. Bye-bye. Und dann geht's direkt los. Jo Leute, wir warten jetzt, bis mein Bruder kommt und dann geht's eigentlich direkt los. Wehe, er kommt jetzt gleich rein. Wehe, er kommt jetzt gleich. 5 Minuten später. Hm? Hat er sich bewegt, Jungs? Warte, das will ich mir anschauen. Schlechter kann es nicht gefaked sein, Jungs. Sein Knie, achtet auf sein Knie. Unten links, hier wo meine Maus ist. So, Handy so, Kapuze so. In 5 Minuten hätte ich mich safe schon einmal gedreht mit dem Handy. Oder nicht? Achtung! Oder nur ein One-Night-Stand, Baby, sag mir. Ist nur ein One-Night-Stand, ist nur ein One-Night-Stand. Na, 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 na. In einer Dinner, ja. In einer Gassiba, ja, ja. Na, bitte, ja. Na, bitte, ja, Timma, ja, ja. Baby, Timma, ja, ja. Was geht? Wie geht's dir? Cringer geht es nicht, Jungs. Hör auf! So. Hör auf! Und was machst du? Hä? Ach, und Jungs, er sitzt immer noch gleich, ne? Nur so, so kalt draußen, ich schwör auf alles, ne? Ah, nein, es ist auch... Es ist aber auch nicht Winter, mein Lieber, oder? Nein, es ist Sommer, Jungs. Ihr kennt es ja, die Sommer... Das bohren ja auch... Liebe Grüße gehen an Henrik. Das spawnen auch die Obdachlosen von dem Obdachlosen-Video. So, was haben wir eigentlich für Zeit? Ja. Tschüss, gleich schon 5:30. Oh mein Gott. Okay. 5:30, Bruder. Also, ich wollte auf jeden Fall heute ein bisschen zocken. Wollen wir heute Abend ein bisschen zocken? Mhm. Okay, ja, ich habe auch übelst Bock. Ja, auf was hast du Bock zu zocken? Ja. Ich hab von einem Kollegen habe ich noch Spiele bekommen. Zeig mal. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich die hingetan habe. Du weißt nicht, wo du sie hingetan hast. Mhm. Nein, die sind nicht hier. Das sind nur meine 6 Plätze. Ja, er schüttet alles aus. Lass es doch mal hier. Oh mein Gott, ey, nein, ich krieg die Krise. Mach doch nicht immer so Also ich sag immer noch. Weil sie Schweizer sind, müssten sie Schweizerdeutsch reden. Und das sieht man auch an der Vorwahl von dem Handy. Plus 4-1 ist eine Schweizer Vorwahl. Und dann 7-9 oder 7-8 oder 7-6 sind meistens Schweizer Teil. Ich weiß, dass bei Deutschen plus 4-9 ist. Korrigiert mich bitte, wenn es falsch ist. Ordnung hier, Mann. Ich weiß es nicht. Plus 4-9, glaube ich, hier in Deutschland, oder? Gib mir eins. What? Hey, Lust was Cooles zu zocken? Ich auf jeden Skippen, Fall. Skippen, Bruder, muss los. Ja, toll. Perfekt. Hör auf jetzt. Ja, komm,
Halt deine Fresse. Das war leise. So. Schmatz nicht so, Mann. Verpiss dich. Auf jetzt. Ohne Scheiß. Jungs. Mir geht scheiße. Immer wenn ich dich sehe, steht's mir hier. Hier oben, wenn ich dich sehe. Komm, 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 bitte. Hör auf jetzt. Komm jetzt, bitte. Geht's weg? Ja, 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 verpiss dich. Jungs, ganz ehrlich, wenn ich so einen Bruder hätte und ich würde ihm sagen, verpiss dich, heißt es bei mir aus dem Zimmer und nicht im Zimmer bleiben und chillen und warten. Klar, die drehen ja gerade ein Video, deswegen darf er ja nicht raus, weil es ja sein Video ist. Geld kriegt er sehr wahrscheinlich trotzdem nicht von seinem Bruder. Hä? Was hast du gemacht? Nix. Was hast du da gemacht, nix? Mann? Was soll das? Was ist das für eine Nummer? Ich wollte gerade schauen, wenn die auf der PlayStation spielen, was ich mir 100% sicher bin, wie gesagt, und ich hab's schon mal gesagt, in Fortnite kann man auf PC seinen Namen ändern. Was nicht heißt und was auch nicht sein kann, ist, dass man dann auf den Namen, den man auf PC geändert hat, dass man den Namen auch auf der PS4 hat. Das geht nicht. Wenn du eine PS4 hast, aber dein Epic-Account auch verknüpft ist und so, kannst du es trotzdem nicht machen. Weil dein Name wird von der PS4 beibehalten. Nur auf PC kannst du deinen Namen ändern. Und das sieht man so oder so, das ist reingefotoshoppt. Also, ich weiß nicht, warum er das noch probiert, aber wir lassen es sein. Du wirst mich doch jetzt verarschen, ne? Hey, hier ist es auch so. Hä, was ist das, Mann? Wir haben nichts gemacht. Was hast du gemacht? Ich hab's vorhin... Man hört so den Schweizer Dialekt. Was ist das, Mann? Achtung. Wir haben nichts gemacht. Was hast du gemacht? Rob doch nicht. Schweizerdeutsch. Jungs, ich weiß nicht, warum das noch niemand gesagt hat, aber... Ihr wisst Bescheid. Ja, spuck rum, was hast du gemacht, hä? Was hast du damit gemacht? Ich war voll, guck, hast du mal Fortnite gespielt? Ja, aber Lukas, es kann doch nicht sein, dass da meine Nummer ist. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Halt deine Fresse, komm jetzt her. Jungs. Komm jetzt sofort her. Es können ja nur 13 Leute sein, weil... Ja, was, keine Ahnung. Dieser Abstand? 2 Meter? Oh, komm jetzt her. Halt deine Fresse, komm jetzt her. Lämmer, Deutsch, Alter. Bubble. Halt deine Fresse jetzt. Was hast du damit gemacht, Mann? Warum steht da meine Nummer? Bist du behindert? Das ist meine Wie Nummer. Wie schlecht. Och, Mann. Stell dir vor, ein Abonnent würde das jetzt sehen. Und dann geht meine Nummer um die ganze Welt. Und dann, was hast du dort gemacht mit der Nummer? Ich glaube, wenn du... Oh. Ich glaube, ja, wenn du... wahrscheinlich schon deswegen... Ich glaube, wenn du mit deiner Nummer spielst, würdest du mehr als einen Anruf kriegen. Auch egal, ob Abonnent oder nicht Abonnent. Wie will... Diese Logik, Mann, wie will man wissen, dass es deine Nummer ist? Nur weil es eine Schweizer Nummer ist, muss es nicht direkt heißen, dass du das bist, Junge. Ich hab auch eine, du Opfer, Alter. Ist dort meine Nummer, oder was? Halt deine Fresse jetzt, verpiss dich, Mann. Hör auf. Ich könnte durch... Nein, Mann. Oh. Entschuldigung. Halt deine Fresse jetzt, hör auf. Da ist einfach meine Nummer, Mann. Entschuldigung. Luca, es kann nicht sein, dass da meine Nummer ist. Es tut mir leid. Luca, soll ich Nummer wechseln? Ja. Ja. 5.00. Ich möchte ganz kurz schauen, ob es die Nummer überhaupt gibt. Ich werde die ganz kurz anrufen. Sieht eigentlich wie ganz normal aus, ne? Oh, es ist so fast. Ja, okay, hier. Wenn da jemand abnimmt, aber es ist nicht er, dann werde ich auch aufhängen. Diese Nummer ist ungültig. Ah! Il numero non è valabile. Oh. Questo numero non è valido. This number is not valid. Okay. Also, Nummer gibt es nicht. Fake. Und das ist einfach. Und sonst müsste etwas anders kommen. Wir, das weiß ich. Und dann geht's direkt los. Nein, ich will das nicht mehr sehen. 5 Minuten wieder zurück. Boom. Und jetzt sagst du mir sofort, warum da meine scheiß Nummer ist. Weiß ich nicht. Sag mir jetzt, warum da meine Nummer ist. Deine Nummer. Deswegen kommt als zweites eine italienische Sprache oder eine, keine Ahnung was für eine Sprache. Deine Nummer. Ich schlag dir gleich Du wohnst auch in der italienischen Schweiz.
Koffer auf den Kopf. Hör auf jetzt. Luca. Warum will... Hör auf jetzt. Ich schlag dir diesen Koffer so gegen den Kopf. Ja, mach. Komm. Halt deine Fresse. Hör auf jetzt. Warum ist da meine Nummer? Erklär mir das jetzt. Bitte. Erklär. Warum verdienst du damit Geld allein? Warum? Zieh dir das rein. Es mir noch. Lach nicht, wenn du das nicht sagst. Mann, Alter, dieses kleine Kind triggert mich so hart. Guck mal, es funktioniert nichts, egal was ich drücke. Was hast du da gemacht, Mann? Du kannst doch nicht meine Nummer als Fortnite-Namen angeben. Bist du behindert eigentlich? Bist du behindert eigentlich? Guck, wie er springt, Alter. Auf dem neuen Account. Sag mal, wirklich. Ehrlich jetzt. Was hat die für... Hör auf jetzt, halt deine Fresse, was hast du da gemacht? Guck, was ist das für ein kleiner Bastard, Alter? Es geht nicht. Was hast du gemacht? Ich hab dich lieb. Luca, erklär mir jetzt bitte, was du gemacht hast. Ich weiß nicht, ich hab einfach da hingeschrieben. Ja, mit Kleid oder was? Du bist lustig. Verpiss dich jetzt, ich will dich nicht mehr sehen. Alter. Geh mir aus dem Auge. Hör auf jetzt. Luca, Mann. Hör auf jetzt. Mann, Entschuldigung. Meine Fresse, Alter, wirklich. Kommt nicht wieder vor. Und dann geht meine Nummer rund durch und dann schreiben mir 10.000 Leute bei WhatsApp oder was. Meinst du, das ist schön? 20.000. Halt deine Fresse jetzt. Meinst du, das ist schön? Ja. Och, mach noch mehr Werbung für deinen Dreckskanal. Das ist nicht lustig. Wie soll ich da mit meinen Freunden schreiben, ne? Ja, neue Nummer. Ja, neue Nummer. Weißt du, wie viel das kostet? Das kostet auch Geld. So viel Geld habe ich im Moment nicht. Fuck, man sieht mich doch. Hilfe! So viel Geld hat er nicht? Und viermal Werbung reinballern in ein Video, Bruder? Also, okay. Jetzt auf, mach keine Scheiße. Halt deine Fresse, verpiss dich. Möchte ich jetzt mal? Jetzt. Hä? Ich hab heute keine Lust mehr, mit dir irgendwas zu machen. Wirklich, Luca, hör auf jetzt. Es reicht irgendwann auch noch. Wirklich, Luca, hör auf jetzt. Hä? Wirklich, ich krieg mit dir die Krise, Luca. Das Hä? Kann ich nicht wahr sein. Wirklich nicht. Mann, weißt du? Ja, ist doch nicht schlimm, ne? Da, dein Handy ist es nicht, wo gefickt wird. Mein Handy ist da, wo gefickt wird, ne? Stimmt. Ah ja, stimmt, hä? Du tust mir überhaupt nicht. Alter. Hä? Wirklich. Boah, ich nee, Mann. Ich, Luca, es kann ehrlich... Jungs, also... Sein, ne? Ich hab ehrlich keine Lust mehr. Ich verpiss mich. Ich muss noch sagen. Philipp, komm noch mal. Bruder, warum gehen wir mal links rum? Ah nee, ich muss in der Kamera bleiben. Gehen wir da. Lass ja auch. Was ist denn jetzt schon wieder, Mann? Ich muss dir was sagen. Was denn? Guck mal da. Ist jetzt nicht dein Ernst. Wie hast du das gemacht? Ja, weißt du, ich hab einen Weg gehabt. Soll das jetzt ein Prank sein? Nein, nicht. Behinderter, Alter, meine Fresse, hör auf jetzt. Bitte. Aber die Kamera ist aber auch immer an diesem Ort. Immer! Luca, es reicht, Mann. Wirklich, sowas geht zu weit. Wirklich, Luca, stell dir mal vor. Ja, genau, guck, ich stell dir mal vor. Stell dir mal vor, jetzt schreiben die mir alle. Was soll ich da machen? Ja, Organ, was soll ich da machen? Lern Deutsch, Alter, und dann red mit mir weiter, Alter, oder mit den anderen. Warte ab, was ich mit dir als nächstes mache, warte ab. Wirklich, es kann ehrlich nicht wahr sein, Luca. Weißt du, guck, ich wollte einfach mit dir chillig zocken, dann machst du wieder so eine Scheiße, Mann. Jetzt, ich habe wirklich gar keinen Bock mehr, ehrlich. Warum schaust du dir Videos an, wenn du League of Legends spielen könntest? Kostenlos, ohne... Den Rest will ich mir gar nicht angucken, Jungs, sorry, es tut mir echt leid. Da werden wieder Leute... Ja, egal, ihr wisst, was danach passiert. Sie werden ein paar Leute aussuchen in den Kommentaren und werden sie dann vorlesen. Und dann denken sich die Kids, oh, ich bin bekannt, obwohl sie den übelsten Hate abkriegen. Ja. Jungs, ihr wisst Bescheid. Geht nicht aufs Haten. Schreibt wenigstens einfach konstruktive Kritik oder irgendwas. Und dann habe ich noch eine letzte Frage für euch. Und zwar, ich habe jetzt meine 1000 Abonnenten erreicht. Und ich wollte einfach bei euch fragen, wie ihr das findet, wenn ich jetzt, es gibt so einen Unterstützen-Button, den könnte ich reinmachen. Ich möchte wissen,
wissen, von euch jetzt wissen, was ihr davon haltet. Ob ich den reinmachen soll, wollt ihr mich überhaupt unterstützen oder soll ich das erst später machen oder vielleicht nie, weil ich möchte mir zwar schon etwas leisten können von YouTube, jetzt vielleicht so ein Schnittprogramm oder so, aber da weiß ich nicht, ob meine Reichweite zu klein ist oder viel zu klein, sagen wir es mal so. Schreibt es mir in die Kommentare rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, jo Leute, und dann würde ich sagen, peace.